Und wann war die das letzte Mal da? Da gibt es schon wieder was Neues zum Sehen. Weil wir haben schon wieder was. Wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr eure Eltern fragen. Es lebt in der Natur draußen und das Haustier. Ja? Im Wildpark haben wir es eingezäunt, damit es nicht davonlaufen und damit man es beobachten kann. Darum müssen wir es auch füttern. Hier draußen muss man das nicht unterdrücken. Schauen wir erstmal, was sind denn da für Tiere drin? Esel und Ziegen. Und Ziegen, sonst noch was? Schweine. Schafe, Schweine, Esel, Ziegen. Ja, sind alles. Super. Und sind das Haustiere oder sind das Wildtiere? Wildtiere. Die freuen sich irrsinnig, wenn ihnen was zu essen gibt. Ja? Aber immer auf die Finger aufpassen beim Füttern. Ja? Mit der Gabel. Ich gehe jetzt Das wird schick, ich sehe dich nicht. Aber wenn du noch mal rausgehen kannst. Wir wollen alle was haben. Ja. So ein großer Sack. Nein, das stimmt nicht. Gut, aber erkennst du da drin, aus welcher Felge Wolle machen kannst, wenn du das siehst? Ja, das ist also bei den Wildschweinen dürft ihr nicht reingreifen. Ja? Die sind dunkler, aber Wildschweine machen einen Unterschied. Ich werde zum Essen. Gämsen sind da drin, ganz genau. Gämsen. Und sind, glaubt ihr, Gämsen sind Wildtiere oder Haustiere? Wildtiere. Nur wenn man es bei sich zu Hause einsperrt, wird ein Wildtier kein Haustier. Das ist für die Wildtiere. Was sind da für Tiere? Frettchen. Was glaubt ihr, warum wären es Haustiere oder warum wären es Wildtiere? Weil es sind Haustiere. Ganz genau genommen sind Frettchen Haustiere. Moment, der hat sich gefragt, was machen die ganzen Kinder da? Okay. So, jetzt könnt ihr es alle anfassen und dann stinken alle eure Finger nach Iltis. Die kann man kaufen da? Bei uns nicht, aber es gibt Leute, die haben die zu Hause, ja? Na, da halten wir sie dann schon zurück. Also Frettchen entscheidet, wo wir hingehen. Frettchen, wo sollen wir hingehen? Bitte Frettchen. Ihr könnt auch in die Brücke machen. Frettchen graben unheimlich gern und die lieben auch Löcher. Ja, schau, wie es gräbt. Das mag es gern. Darum wollen wir ihnen beide mal auch ein neues Außengehege bauen. Da kriegt jemand sich wieder rein, dass ich die Leine nicht so, wieder rein. Wieder rein und dann wieder raus. Pass auf, dass er nicht den Finger passt. Was ist denn Kaninchen oder Hase? Ein Mäus. Was ist der Unterschied zwischen Kaninchen und Hase? Ha? Keine Ahnung. Sehr gut. Ich kann dir nicht aufhören. Da hinten ist Land. Milch, genau, Milch und der Mama. Das ist jetzt das gleiche in Spaß. So, ich glaube, wir geben es jetzt dann wieder rein. Ja. Der hat die Erde in der Nase drinnen. Ja, die. Warum haben wir die da in den Steinbruch getan, die Steinböcke? Weil sie da oben klettern können. Die können auf den Steinen klettern und warum? Die haben was haben die für Füße? Hart. Aber wie ist das mit so einem harten Huf im Felsen?
Ist das gescheit? Ja. Ja? Also, wenn wir eine Stiege hochgehen, dann hüpfen die zur Felsen. Die gehen zwar manchmal auf Felsen. Da haben sie eine Futterstelle. Im Wald, ja. Die haben Jäger tun sie nämlich füttern. Die Jäger füttern sie, damit sie leichter schießen können, ja? Gut, da weg ist. Darum ist es natürlich gescheiter, sie im Wald zu füttern, weil da macht es nichts. Hier zählt ihr einen Steinbock mit. Weil wir haben auch Wölfe hier, die kennt ihr schon, gell? Ja. Was meinst du? Ich wollte nur sagen, der Hund stampft den Wolf ab. Nicht umgekehrt. Genau, stimmt. Ich habe nicht einmal einen Schluck. Kann das jemand vorlesen, die Antwort? Ja, liest du vor. Was fressen Wölfe? Nein, nein, nicht die Frage, die Antwort. Ein Schießgewehr! Der Hund stammt vom Wolf ab. Wisst ihr, wem der Hund gehört? Der gehört dem Bär. Das ist eine der Wortzeilerinnen, die schon von Anfang an mit dabei ist. Ein Wolf hat 50 Essen. 40. Was ist denn ein Territorium? Jungs, hallo Jungs, kommt mal her alle. 2 bis 7. Was ist das wirklich? Warum leben diese 7 Wölfe miteinander? Dass sie sich gegen alle Was ist das für ein Tier? Hirsch. Ein Hirsch. Was für ein Hirsch ist das? Dammhirsch. Nein, das ist kein Dammhirsch, ein Sickerhirsch, ein asiatischer. Und was hat er da für weiche Dinge? Bast. Hörner. Das ist ein Bast. Das sind keine Hörner, das sind Geweih. Schildkröten haben eine Panzer. Genau, die können sich rechnen. Hallo. Alle Schwere. Wie war die Führung mit Oberförster, mit Förster Sebastian? Super! Otter!